Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir stehen vor der neuen Mini-Brunner Molkerei, die uns ja seit einiger Zeit gehört. Und ich wollte hier mal nach dem Rechten sehen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, Käse und Butter wird hier produziert. Und wir müssen uns dann mal langsam Gedanken machen, wie wir das Ganze natürlich auch wegtransportiert bekommen. Und natürlich Verkauf, das ist ja das Wichtigste. Und Verkauf, da will ich mal ganz schnell mit euch hier reinschauen. Denn ich habe mal in die Finanzen geguckt, letzten Monat im Juni, da haben wir ja richtig Geld ausgegeben, natürlich auch im April, wir sehen es, 1,4 Millionen, fast 1,5, aber im letzten Monat haben wir doch Land gekauft und haben Maschinen gekauft und dann waren doch ruckzuck wieder 663.000 Euro dahin. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht gut im Futter sind, aber jetzt müssen wir doch auch mal ein bisschen wieder Geld erwirtschaften und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir hier wieder an Geld kommen. Und eine Möglichkeit ist natürlich die Ernte. Freunde, es ist soweit. Wir sind im Juli. Der aufmerksame Beobachter hat gesehen, dass wir im nächsten Monat sind. Und hier steht unser Weizen und nebendran unsere Gerste. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, haben wir hier irgendwie noch... Oder was ist denn das? Ach nee, das ist glaube ich... Ja, das ist das gespritzte Unkraut. Sollte also kein Problem sein. Wir schauen nochmal. Wachstum, Ertragspotenzial und auch hier. Ja, ein bisschen weniger interessant. Haben wir da irgendwie verpennt zu spritzen oder was? Aber ist egal, passt schon. Wir gehen auf jeden Fall in die Ernte, holen unseren New Holland, unseren Drescher und dann soll es losgehen. Denn wir brauchen ja auch dringend das Stroh. Jo. So, wie machen wir denn das am geschicktesten? Nein. Nein. Okay, so. Erstmal hier aus der Halle raus. Okay. Und jetzt überlege ich gerade, wie wir das am geschicktesten machen. Ja, weil da kommen wir, glaube ich, nicht mit dem Schneidwerk rum, ne? So, dann holen wir einfach hier mal einen kleinen Fendt und damit bringen wir dann erstmal das Schneidwerk. Ein kleines ist ja immer relativ, ne? So, dele. Dann bringen wir erstmal das Schneidwerk da raus und ich bin immer noch im Überlegen, wohin am besten, aber lass mich mal schauen. Okay, wir müssen es von dort aus ankoppeln. Dann bietet es sich eigentlich an, dass wir so rumfahren. Und dann bin ich am Überlegen, ob es sich langsam lohnt, eventuell noch einen weiteren Anhänger zu kaufen. Aber ich glaube jetzt hier, weil wir ja so dicht an unserem Silo sind, werden wir das vermutlich nicht brauchen. Augenblick. Ja, jetzt überlege ich gerade. Wir machen das vielleicht so. Ja, weil so müssten wir eigentlich mit unserem kollegischen Drescher rankommen. Okay. Nee, ich wollte eigentlich hier hinspringen. Und dann geht's hier mal in die Ernte. Dann gehen wir in die Ernte. Es wird langsam Zeit. Ja. Dass wir jetzt natürlich die Früchte unserer Aussaat ernten. Okay, dann werden wir hier einmal runter, dann rückwärts und dann denke ich, kommen wir ran. So sollte es doch passen, oder? Ja, war knapp. So, dann einmal aufklappen, bitte. Und so, einmal fahren. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Wir müssen wieder mal die Hilfe einschalten. Beziehungsweise das Hilfefenster. Ja, Strohablage passt. Los geht's.
Denn mittlerweile haben wir keinen Stroh mehr bei unserem Alpen-Kuhstall. Da haben wir ja in der letzten Folge nochmal gefüttert, unsere lieben, lieben Kühe. Und mit dem letzten Stroh, was wir hatten. Deswegen jetzt ganz, ganz wichtig. Aber wir haben hier noch ein weiteres großes, großes Weizenfeld gekauft. Und das ist dann in der nächsten Folge, denke ich, dran. Und da werden wir natürlich dann auch kräftig Stroh machen. So, um natürlich das Stroh hochzubekommen, werden wir es, denke ich... Augenblick. Jetzt werden wir es, denke ich, pressen. Ich denke, wir werden es pressen. Okay, so, dann schauen wir mal. Dumm. Was haben wir überhaupt noch als Presse? Ich überlege jetzt gerade. Ist die Presse nicht oben? Haben wir die oben? Ja, wir müssen da jetzt mal gucken, wie wir das hier alles verteilt kriegen. Ich bin der Meinung, wir haben die Presse oben. Ich habe hier gerade mal reingeschaut in den gebrauchten Maschinenverkauf, aber da ist jetzt nichts Interessantes. Der Valtra war schon im letzten Monat und hier den John Deere. Ich glaube, der ist jetzt doch ein bisschen übertrieben. So, weil wir haben jetzt zwei Xerion am Hof und das muss jetzt auch wirklich mal reichen hier für die Großgeräte. Wir schauen mal hier rein, weil wir haben, glaube ich, nur eine Presse, gell? Das ist diese hier. Okay, und die Krone habe ich so das böse, böse, böse Gefühl steht oben, weil da haben wir nämlich als letztes gepresst. Ja, und mit dem Ladewagen ist halt blöde, dann müssen wir da hochfahren. Wir können natürlich mit dem großen Ladewagen einmal hochfahren. Ich überlege gerade die Ballen. Ja, aber da kommen wir dann nicht an Silo ran. Das wird natürlich auch schwierig. Okay, das heißt dann wohl... Oder sollen wir das dann hier so ähnlich machen, wie wir das auch gemacht haben auf der Galgenberg? Kaufen wir uns jetzt hier eine Quaderballenpresse? Ich überlege gerade, oder vielleicht doch ein Fast Bale. So, was ist denn die Idee? Eine Quaderpresse, weil die wollten wir dann auch hochbringen zum anderen, ne? Zum anderen, zum neuen Grasfeld. Weil dann können wir nämlich wunderschön auch Heuballen machen. Da bräuchten wir eigentlich eher die Quaderpresse. Das wäre geschickter. Dumm. Welche nehmen wir denn da? Wir haben die Kuhn beim anderen genommen und da war das eher so eine PS-Zahl 200. Was haben wir denn hier eigentlich an Traktoren? Augenblick. So, was haben wir hier? Hier haben wir die beiden Xerion. Natürlich er ja mit 420 PS, wäre gar kein Problem. Mit ihm wollen wir eigentlich nur mähen. So, was haben wir denn da? 303, 265, 209. Unser Fendt. Ja, dann lasst mich doch mal schauen, ob wir uns hier doch eine schöne Fendt-Kombi gönnen. Da haben wir den Wickler und dann gibt es doch da hier so richtig, das hatten wir uns schon gedacht, 275, da hatten wir uns auch schon überlegt, ob wir uns den hier gönnen, auf der Galgenberg. Lasst uns doch einfach mal das Maschinchen nehmen. So, weil wenn, dann müssen wir die sowieso mit dem Fendt ziehen und dann haben wir eine schöne Fendt-Kombi. Zack, zack, zack. So wie wir auch eine schöne Glaskombi zum Mähen haben. So, das F, R, S und das C. Und da nehmen wir doch einfach mal die 3 und die 8. Ich denke, das gibt es noch nicht. Und Breitreifen brauchen wir eigentlich nicht. Ab die Post, dann haben wir das Ganze gekauft und spurten mal zu unserem Fendt. Ja, schauen wir erstmal, wie weit hier der... Ja, so rum. Wie weit denn er hier ist? Oh, 86%. Okay, dann würde ich doch vorschlagen, ja, dass wir den erstmal gleich mal abtanken. So, aber dazu machen wir das dann folgendermaßen. Dann fahren wir nämlich hier nochmal ein Vorgewende. Ja, das müsste genau passen, denke ich. Jo, hervorragend. Das ist ja fast wie getimt.
Weil dann können wir nämlich anschließend direkt hier dann die Bahn hochfahren. Okay. Wir brauchen was zum Abfahren. Und da bietet sich doch hier der Valtra an. Der Q265, mit dem ich vorhin noch ein bisschen Silage hier in die BGA gebracht habe, damit auf jeden Fall hier noch ein bisschen Geld reinkommt. Damit die BGA auch mal hier ein bisschen was zu tun bekommt und arbeitet. Ja, die hat uns ein Geld eingespült und im Moment ist ja auch, glaube ich, was Strom. Also da gibt es noch einiges zu verkaufen. So. Ja, dann tanken wir hier einmal ab. Und was die Idee mit dem Rudolf angeht, da haben wir natürlich auch mal die Option, wenn wir hier in die Anhänger gucken, bei Rudolf gibt es natürlich hier den passenden als Drehschemel. Dann hätten wir hier zum Beispiel auch eine schöne Kombi, wenn wir auf weite Felder rausfahren müssen, wie zum Beispiel das große, große Getreidefeld. Und zwar dieses hier. So, weil die 26 hier, die haben wir ja auch gekauft und die hat doch schlappe 3 Hektar. Ich glaube, da bietet es sich dann spätestens an, dass wir noch den zweiten Anhänger holen und dann mit, ich glaube, 18.000 haben wir pro Hänger 36.000 Liter dann hier abfahren, denn das wird jede Menge Material und dann bietet sich das auf jeden Fall an, weil mit dem New Holland ist es so, der hat nämlich genau knapp 10.000. Dann wären das 3,5 Wagenladungen. So, den stellen wir jetzt erstmal. Ja, ja, wir wollen ja hier gleich Ballen pressen, dann stellen wir den lieber mal hier so hin. Dann steht er nicht so im Weg rum. So, hier stehen wieder jede Menge Geräte jetzt rum. Okay, mein Freund, einklappen. Und dann schicken wir dich hier den Berg hoch auf die Reise. So, und los geht's. So, wo ist denn jetzt unser Supidupi? Hier ist er doch, oder? Das müsste er sein. Das ist doch unser Fendt. Generation 7. Jo, der hat PS. 300 PS. Damit kommen wir dann auf jeden Fall mit der Presse zurecht. Ja, das müssen wir auch, weil wir müssen ja den Berg hochfahren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn die 275 PS braucht. Eieieiei. Wir werden sehen. Ja, dann haben wir wieder mal Geld ausgegeben, bevor wir Geld eingenommen haben. Wir sind jetzt nur noch bei 600.000, ihr erinnert euch. Wir haben 3,5 Millionen mal gehabt am Jahresanfang. Durch das gute Wirtschaften mit ja, unserem Waldbestand, mit unserem Forstwirt oder mit der Forstwirtschaft haben wir ja doch ordentlich und Hackschnitzel haben wir hier ordentlich Kohle gemacht. Aber ihr seht, wie das Geld so einem durch die Finger rinnt, wenn man sich einfach nicht zurückhalten kann. Und ich bin auch der Meinung, dass wir mal demnächst dann auch anfangen müssen, spätestens Ende des Jahres, mal unseren Fuhrpark etwas zu durchleuchten. Ja, weil doch die ein oder andere Maschine werden wir definitiv noch ersetzen müssen. Haben wir eigentlich noch welche hier gemietet? Ich weiß es gar nicht. So, hier steht auf jeden Fall noch ein Wickler rum. Der gab es auch mal günstig und da konnte ich mich auch nicht zurückhalten. So, zack. Wir schauen mal ganz kurz rein. Haben wir noch was gemietet? Ach du Schande, da ist der Pflug gemietet, der Miststreuer und das Förderbandsystem. Okay, okay. Ja gut, das sind jetzt keine so teuren Dinge, aber wir sollten natürlich dann irgendwann mal hier klar Schiff machen und diese Gerätschaften dann auch übernehmen. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Lasst uns mal ein kleines bisschen vorfahren. Dann können wir nämlich ein schönes Thumbnail machen. Dazu machen wir natürlich wieder mal die Hilfe aus. Sehr schön. Eine Fendt-Kombi. Und bitte lächeln. Danke sehr. Auf geht's. Jetzt schauen wir mal, kommt man überhaupt hier raus? Das ist was Größeres, ne? Ja, es geht gerade so, ne? Oh, wow, 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 wow. So, wir können damit, glaube ich, 180, 220 und 240 Zentimeter Ballen machen.
Ach, und da fällt mir ja ein, die müssen wir ja auch irgendwie einsammeln, ne? Die müssen wir ja irgendwie einsammeln, die kommen ja nicht von alleine auf den Berg hoch. So, was für ein Glück, dass wir ja keinen Gegenverkehr haben. Da kann man auch mal zwischendurch ein kleines Foto schießen. Yo, Daniel Holland. Ja, Freunde, dann macht mal hier ein bisschen Gas. So, schaut, dass ihr von der Straße kommt. Sonst gibt's Wildbraten. Und der New Holland ist gleich wieder voll, wenn ich das richtig gesehen habe. So, lass mich erstmal schauen. Ja, wusste ich's doch. Auf geht's. Und da springt auch schon wieder ein Tierchen rum. Ja, die haben's halt, die haben's halt, die suchen unsere Nähe. So, den können wir eigentlich so stehen lassen und können gleich mal runterrennen zum Fendt, denn wenn der abgetankt ist, dann wird der New Holland automatisch weitermachen. Dafür haben wir ja auch einen Helfer eingestellt, damit er selbstständig hier arbeitet. Und wir kümmern uns um die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel hier die neue Presse. Wie heißen die eigentlich? Die Squadra 1290. Ja, wahnsinnig. So, auf geht's. Nochmal die Hilfe einschalten, das Hilfefenster. Denn jetzt müssen wir mal schauen, was packen wir denn? 220 ist die normale Größe, 240, 180. Ja, wir lassen es mal bei 220. Ich denke, wir werden hier ein bisschen was ausklappen müssen. Ja, klar. Und dann sollte es eigentlich losgehen. Interessant ist immer bei neuen Geräten wie dieser, wie weit nimmt der das Material auf? Also ob er es großzügig breit aufnimmt oder müssen wir wirklich genau fahren? Wir werden sehen. Ja, der nimmt genauso viel auf oder genau die Breite von den Reifen, so wie es aussieht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er hier den Berg hochkommt mit dem Kollegen. Was ist denn die Geschwindigkeit? Ich denke so 15, 16, 17 km/h. Ich glaube 17 km/h machen die Pressen normalerweise. Jetzt sind wir hier bei 12, 13. Ja, hat schon ein bisschen zu kämpfen, aber es geht. Es geht, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, bergauf. Und es ist jetzt nicht das Monster. Also, das Monster hängt eher hinten dran, ne? Aber ich finde es schmeidig. Also es sieht schon sehr, sehr windschnittig aus. Ja, muss man schon sagen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So, und jetzt bin ich mal gespannt, weil wir hatten ja mit der Kuhn das Problem. Hat er jetzt schon den Ballen abgelegt? Er hat noch keinen Ball abgelegt, ne? Er hatte ja mit der Kuhn ein bisschen das Problem, dass er die Ballen so scheps abgelegt hat. Okay. Ja, das sieht ein wenig komisch aus. So, der steht auf der Bahn. Dann nehmen wir die äußerste. Und dann bin ich mal gespannt, wie er doch tatsächlich hier das Material ablegt. Naja, also mit Chaps meine ich halt, dass die Kuhn den Ball nicht gerade aufs... ich hätte beinahe gesagt, aufs Fairway... auf das Feld ablegt, sondern dass es immer dann schräg ist. So, Augenblick. Müssen wir da noch irgendwas Besonderes einstellen? Eigentlich nicht, ne? Ballenzähler. Das ist alles, glaube ich, für den Trecker. Weil der Fan von Schnippelmodding, da kann man einiges. Ja, sehr gut. Das meine ich. Sauber gerade abgelegt in die Spur. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir.
Damit können wir gut arbeiten und ich denke hier, doch, er macht noch eine Bahn. Das ist noch nicht die letzte. So, ich glaube, wir müssen da hoch, ja. Jo, Augenblick. Ja, sehr gut. Deutlich, deutlich besser als die Kuhn. Also insofern denke ich, war das eine gute Entscheidung, hier diese Presse zu nehmen. So, Freunde, in 20 Minuten sind wieder mal rum, knapp. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war wieder mal Neu-Mini-Brunnen, eine weitere Folge hier von unserer wunderschönen Alpen-Map. Ich mache jetzt hier mal weiter, werde noch ein paar Ballen pressen und mir Gedanken machen, wie wir denn die Ballen dann auch letztendlich hochbekommen zu unserem kleinen Alpenhof. Okay, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich sage recht schönen Dank. Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.